Die drei Prinzessinnen aus Wiedenland. Es war einmal ein Fischer, der wohnte nicht weit vom Schloss und fischte für des Königs Tisch. Eines Tages, als er wieder auf Fang ausgegangen war, konnte er nicht einen Fisch bekommen. Er mochte es anfangen, wie er wollte, und noch so viel fischen und angeln, so hing doch nie eine Geräte am Haken. Als es aber schon spät am Tage war, tauchte ein Kopf aus dem Wasser hervor und sprach: »Willst du mir das geben, was deine Frau unter dem Gürtel trägt, so sollst du die Fische haben.« Der Mann sagte gleich ja, denn er wusste nicht, dass seine Frau schwanger war. Danach bekam er an dem Tag Fische, so viele er nur wollte. Als er am Abend nach Hause kam und erzählte, wie er all die Fische bekommen hatte, fing die Frau an zu jammern und zu weinen und sagte, Gott möge ihr gnädig sein wegen des Versprechens, das der Mann gegeben hätte, denn sie trüge ein Kind unter dem Gürtel. Man sprach bald auf dem Schloss davon, dass die Frau des Fischers immer so betrübt war. Und als der König das hörte und die Ursache erfuhr, versprach er dem Fischer, er wolle das Kind zu sich nehmen und es zu retten versuchen. Die Zeit verstrich, und als die Frau gebären sollte, brachte sie einen Knaben zur Welt. Den nahm der König zu sich und erzog ihn wie seinen eigenen Sohn. Als der Knabe nun herangewachsen war, bat er den König eines Tages, seinen Vater auf den Fischfang begleiten zu dürfen. Er hätte so große Lust zu fischen, sagte er. Der König wollte anfangs nicht, aber weil der Bursche so anhaltend bat, erlaubte er es ihm endlich. Der Sohn begleitete also seinen Vater auf den Fischfang, und alles ging über den Tag gut, bis sie am Abend wieder an Land kamen. Da wurde der Bursche gewahr, dass er sein Taschentuch im Boot vergessen hatte, und er wollte hingehen und es sich holen. Kaum aber war er ins Boot gekommen, so sauste dieses mit ihm fort, dass das Wasser nur so schäumte. Und wie sehr der Bursche auch rudern und sich abmühen mochte, so half ihm doch alles nichts. Das Boot sauste fort, bis es weit weg an ein weißes Sandufer trieb. Da ging der Bursche an Land. Und als er eine Strecke gegangen war, begegnete ihm ein alter Mann mit einem weißen Bart. Den fragte der Bursche, »Wie heißt dieses Land?« »Wiedenland«, antwortete der Mann. Darauf fragte der Bursche, woher, fragte er den Burschen, woher er komme und wohin er wolle. Als der Bursche es ihm gesagt hatte, sprach der Mann, »Wenn du diesen Strand entlang gehst, so kommst du zu drei Prinzessinnen, die in die Erde gesenkt stehen, so dass nur der Kopf herausragt. Sobald sie dich erblicken, wird die erste, welche die älteste ist, wohl rufen und dich bitten, ihr zur Hilfe zu kommen. Und ebenso wird es dir mit der zweiten geschehen. Aber zu keiner von diesen beiden sollst du hingehen. Beeile dich nur, an ihnen vorüberzukommen und tu, als ob du sie gar nicht bemerkst. Aber zu der dritten sollst du hingehen und tun, um was sie dich bittet, denn es wird dein Glück sein.« Als der Bursche nun zu der ersten von den Prinzessinnen kam, rief diese und bat ihn so flehentlich, er möchte doch zu ihr kommen. Aber er ging an ihr vorüber, als ob er sie ganz und gar nicht bemerkte. Ebenso ging er auch an der zweiten vorüber, aber zu der dritten ging er hin. »Willst du tun, was ich dir sage, so sollst du haben, welche von uns dreien du willst«, sagte die Prinzessin. Ja, das wollte der Bursche gern. Da erzählte sie ihm, dass sie hier von drei Trollen versenkt worden waren. Früher aber hätten sie auf dem Schloss gewohnt, dass er dort drüben im Walde sehen könne. »Nun musst du«, sagte sie, »in das Schloss gehen und dich von den Trollen eine Nacht für jede von uns peitschen lassen. Kannst du das aushalten, so rettest du uns.« »Ja«, antwortete der Bursche, er wollte es versuchen. »Wenn du in das Schloss gehst«, sagte die Prinzessin weiter, »so stehen da zwei Löwen in der Pforte.
Gehe nur mitten zwischen ihnen hindurch, so tun sie dir nichts. Gehe dann geradeaus in ein kleines Zimmer und da lege dich nieder. Dann kommt der Troll und schlägt dich. Aber wenn er dich genug geschlagen hat, so wasche dich nur mit dem Wasser aus der Flasche, die dort an der Wand hängt. Dann wirst du sogleich wieder gesund. Danach nimm das Schwert, das neben der Flasche hängt, und töte damit den Troll. Der Bursche tat, wie die Prinzessin ihm gesagt hatte. Er ging mitten zwischen den Löwen hindurch, als ob er sie gar nicht beachtete, schritt dann geradeaus in die kleine Kammer und legte sich da nieder. Die erste Nacht kam ein Troll mit 3 Köpfen und 3 Ruten und peitschte den Burschen gottsjämmerlich. Aber dieser hielt alles ruhig aus, bis der Troll fertig war. Dann nahm der Bursche die Flasche und wusch sich damit die Wunden, ergriff dann das Schwert und haute dem Troll die Köpfe ab. Als er nun am anderen Morgen zu den Prinzessinnen kam, standen diese bis an den Gürtel über der Erde. In der zweiten Nacht ging es ebenso, aber der Troll, der jetzt kam, hatte 6 Köpfe und 6 Ruten und peitschte ihn noch weit ärger als der vorige. Als aber der Bursche am Morgen zu den Prinzessinnen kam, standen diese nur noch bis an das Schienbein in der Erde. In der dritten Nacht kam ein Troll, der hatte 9 Köpfe und 9 Ruten und schlug und peitschte den Burschen so lange, bis dieser zuletzt ohne Bewusstsein umfiel. Dann nahm ihn der Troll und warf ihn gegen die Wand. Aber bei der Gelegenheit fiel die Flasche herunter und bespritzte den Burschen über und über, so dass er augenblicklich wieder gesund wurde. Er, nun nicht faul, ergriff das Schwert und hieb damit dem Troll die Köpfe ab. Und als er darauf am Morgen zu den Prinzessinnen kam, standen diese mit dem ganzen Leib über der Erde. Nun heiratete er die jüngste von ihnen und wurde darauf König und lebte glücklich und zufrieden mit ihr eine lange Zeit. Einmal bekam er große Lust, wieder nach Hause zu reisen und seine Eltern zu besuchen. Das gefiel aber der Königin, seiner Gemahlin, gar nicht. Weil er aber nun durchaus fort wollte, sagte sie zu ihm: »Eins musst du mir jedoch versprechen, dass du nämlich bloß das tun wirst, um was dein Vater dich bittet, aber nicht das, worum deine Mutter dich bittet.« Das versprach er ihr denn auch. Daraufhin gab sie ihm einen Ring. Der hatte die Eigenschaft, dass der, welcher ihn am Finger trug, 2 Wünsche tun konnte. Er wünschte sich also nach Hause. Und als die Eltern ihn sahen, konnten sie sich nicht genug darüber wundern, wie stattlich und prächtig er aussah. Als er nun einige Tage zu Hause gewesen war, wollte seine Mutter, dass er aufs Schloss gehe und dem König zeige, was für ein Mann aus ihm geworden sei. Der Vater aber sagte: »Nein, das soll er nicht, denn alsdann können wir nicht länger die Freude haben, ihn bei uns zu sehen.« Aber es half nichts. Die Mutter bat und quälte ihn so lange, bis er endlich ging. Als er nun aufs Schloss kam, war er weit stattlicher an Kleidern und in allem als der andere König. Das war diesem nun gar nicht recht. Und er sagte der Herr: »Ja, aber nun sollst du meine Gemahlin sehen. Ich glaube nicht, dass deine so schön ist wie meine. Wenn Gott nur gäbe, dass sie hier stünde, so solltest du es sehen«, sagte der junge König. Und sogleich stand sie da. Aber sie war sehr betrübt und sagte: »Warum hast du mir nicht gehorcht und nur auf das gehört, was dein Vater dir sagte? Nun muss ich wieder fort und du hast keine Wünsche mehr.« Darauf knüpfte sie ihm einen Ring ins Haar, auf dem ihr Name stand, und wünschte sich wieder nach Hause. Da wurde der junge König sehr betrübt und dachte an nichts anderes, als wie er nur wieder zu seiner Gemahlin kommen sollte. »Ich muss sehen, ob ich nicht irgendwo erfahren kann, wo Wiedenland liegt«, dachte er und begab sich auf den Weg. Als er ein Stück gegangen war, begegnete ihm einer, der war Herr über alle Tiere im Wald, und sie kamen zu ihm, wenn er nur in sein Horn blies. Den fragte der König nach Wiedenland. »Ich weiß nicht, wo es liegt«, sagte der Mann, »aber ich will meine Tiere fragen.«
Darauf blies er sie herbei und fragte, ob nicht eins von ihnen wüsste, wo Witenland läge. Aber das wusste keins. Da gab der Mann ihm ein paar Schneeschuhe. »Wenn du sie anhast«, sagte er, »kommst du zu meinem Bruder, der über 100 Meilen von hier wohnt. Der ist Herr über alle Vögel in der Luft. Den kannst du fragen. Wenn du aber dort angekommen bist, so kehre die Schuhe nur um, so dass die Spitze nach hier gewendet ist. Dann gehen sie wie von selbst wieder nach Hause.« Als der König nun an Ort und Stelle gekommen war, kehrte er die Schneeschuhe um, wie der Herr über die Tiere ihm gesagt hatte. Und darauf gingen sie von selbst wieder nach Hause. Er fragte nun wieder nach Witenland. Und der Mann blies alle Vögel herbei und fragte sie, ob nicht einer von ihnen wüsste, wo Witenland läge. Das wusste wieder keiner. Lange, nachdem die anderen Vögel kamen, kam auch noch ein alter Adler, der 10 Jahre lang in der Fremde gewesen war. Aber der wusste es auch nicht. »Nun«, sagte der Mann, »dann will ich dir ein paar Schneeschuhe leihen. Wenn du die anhast, kommst du zu meinem Bruder, der 100 Meilen von hier wohnt. Er ist Herr über alle Fische im Meer. Du musst ihn fragen, vergiss aber nicht, die Schuhe wieder umzukehren, wenn du dort angekommen bist.« Der König dankte dem Mann und legte die Schuhe an. Als er nun zu dem Herrn über alle Fische im Meer gekommen war, kehrte er die Schuhe wieder um, worauf diese ebenso wie die anderen wieder nach Hause gingen. Der König fragte nun wieder nach Witenland. Da blies der Mann alle Fische herbei, aber auch von ihnen wusste keiner Bescheid. Schließlich kam ein alter Hecht. Der Mann hatte große Mühe, ihn herbeizublasen. Und als er ihn nach Witenland fragte, antwortete der Hecht, »Ja, da bin ich gut bekannt, denn ich bin da 10 Jahre lang Koch gewesen. Morgen soll ich wieder dahin, denn die Königin, die ihren Gemahl verloren hat, macht morgen wieder Hochzeit.« »Wenn es sich so verhält, so will ich dir einen guten Rat geben. So will ich gern einen guten Rat bekommen«, sagte der junge König. Und der Mann sagte, »den will ich dir gerne geben. Hier draußen auf einem Erlenmoor stehen 3 Brüder. Die haben da schon 100 Jahre gestanden und sich um einen Hut, einen Mantel und ein paar Stiefel gebeigt. Wenn einer die 3 Dinge hat, so kann er sich unsichtbar machen und sich so weit wegwünschen, wie er will. Du kannst sagen, du wolltest die Sachen probieren und nachher zwischen ihnen das Urteil sprechen.« Der König dankte dem Mann und tat, wie er ihm gesagt hatte. »Was steht ihr hier beständig und balgt euch?« sagte er, als er zu den 3 Brüdern gekommen war. »Lasst mich die Dinge probieren, dann will ich das Urteil zwischen euch sprechen.« Das wollten sie gern. Als er aber den Hut, den Mantel und die Stiefel bekommen hatte, sagte er, »Wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, sollt ihr das Urteil erfahren.« Und damit wünschte er sich fort. Als er durch die Luft fuhr, traf er mit dem Nordwind zusammen. »Wo willst du hin?« fragte ihn der Nordwind. »Nach Witenland«, sagte der König und erzählte ihm, was geschehen war. »Du bist wohl schneller als ich«, sagte der Nordwind. »Ich muss nun in jeden Winkel und wehen und pusten. Wenn du aber an Ort und Stelle kommst, so stelle dich nur auf die Treppe neben der Tür hin. Dann werde ich gesaust kommen, als wollte ich das ganze Schloss umwehen. Wenn dann der Prinz, der deine Gemahlin haben soll, herauskommt und sehen will, was es gibt, so fass ihn nur beim Kragen und wirf ihn hinaus. Dann will ich schon zusehen, wie ich ihn fortschaffe.« Der König tat, wie ihm der Nordwind gesagt hatte. Er stellte sich auf die Treppe hin, und als der Nordwind gesaust und gebraust kam und einen Griff in das Schlossdach tat, so daß es bebte und krachte, ging der Prinz hinaus und wollte sehen, was es gab. Aber in demselben Augenblick ergriff der König ihn beim Kragen und warf ihn hinaus. Da nahm ihn der Nordwind und fuhr mit ihm davon.
Als der König so guter Manier mit dem Prinzen quitt geworden war, ging er ins Schloss. Anfangs erkannte ihn die Königin nicht, weil er durch das lange Wandern und seinen heftigen Kummer so bleich und mager geworden war. Als er ihr aber den Ring zeigte, wurde sie herzlich froh. Und nun wurde mit großem Jubel erst die rechte Hochzeit gefeiert. Bis morgen.